Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute reden wir mal über den Bud Spencer Film Banana Joe aus dem Jahre 1982 und dieser Film geht ganze 96 Minuten lang. Ja, und das Drehbuch hat Bud Spencer selber zu diesem Film geschrieben, also für Bud Spencer eine Herzensangelegenheit zu diesem Film. Und man merkt richtig an, dass Bud Spencer in diesem Film richtig viel Spaß hatte. Richtig viel Spaß. Also er ist richtig gut gelaunt. Einer seiner besten Solo-Filme, finde ich. Dabei Bud Spencer in diesem Film gar nicht so viel prügelt wie in den anderen Bud Spencer-Filmen. Und trotzdem funktioniert er sehr gut, denn dieser Film ist aber ja spannender und lustiger als sonst. Also der ist richtig lustig, weil wir haben hier irgendwie so alles drin. Wir haben hier Szenen drin, das hat mich sehr an Asterix und Obelix Zeichentrickfilm Asterix erobert Rom erinnert. Dazu komme ich gleich noch. Werde den Film gleich natürlich auch noch bewerten und werde jetzt mal ein bisschen über den Film erzählen. Ein paar Highlights, die mir besonders gut gefallen haben. Denn, ach ja, ihr müsst am Ende des Videos, wenn ich den Film bewertet habe, mal dranbleiben, denn ich habe am Ende des Videos noch was ganz Besonderes von Bud Spencer im Petto, denn Bud Spencer singt den Song Banana Joe selber. Ja, das kommt nachher am Ende des Videos, also bleibt dran, das wird schon, das ist ein richtiges Highlight. Das ist ein richtiges Highlight, richtig geil. Ja, also, Banana Joe ist eine tolle Komödie. Ich hatte richtig viel Spaß mit dem Film. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, aber der funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Wir haben hier halt den Banana Joe, der verkauft oder er tauscht seine Bananen. Er wohnt auf so einer kleinen Insel, so ein kleines Dörfchen. Ja, und er tauscht Bananen ein gegen irgendwelche Ware, die er braucht zum Leben für sein Dörfchen. Ja, und irgendwann kommen dann die Gangster an und die Leute an und sagen, ja, du kannst hier nicht einfach hier die Bananen verkaufen, du brauchst eine Lizenz. Dann sagt er, ja, ich habe keine Lizenz, wo kriege ich denn sowas her, weil er kennt sich mit sowas alle nicht aus, mit so Behördenquatsch, ne? Ja, ja, dann musst du da hinten hin, dann musst du in der Stadt und dann musst du das beantragen. Ja, und dann kommt diese Szene, also dann gibt es auch noch erst ein LKW-Rennen, dann gibt es natürlich der Gangster, der Obergangster wird vorgestellt. Hier und da gibt es mal eine kleine Prügelerei, aber die nicht so großartig dargestellt worden ist wie in anderen Filmen. Und dann kommt diese geile Szene in diesen, ja, in dieser Abteilung, wo der halt seinen Personalausweis beantragen muss. Und dann haben wir so eine Szene, kennt ihr Asterix erobert Rom, wo Asterix und Obelix diesen Passierschein A38 holen müssen. Und genauso hat sich das dieser Film auch angefühlt, weil er ging zu einem Schalter und sagte, ich brauche meinen Personalausweis, hier hast du meine Fotos. Der hat übrigens vorher die Fotos gemacht, die mittlerweile auch sehr legendär sind, wo er in diesem Kasten ist und seine Fotos, seine Grimassen da schneidet. Legendär mittlerweile, die Fotos. Ja, zumindest will er seinen Personalausweis haben und sagt er, ja, dann brauche ich einmal eine Geburtsurkunde. Ja, sagt er, ich habe keine Geburtsurkunde. Ja, dann musst du zu den anderen Schalter da hinten gegenüber. Und das Ding ist ja rappelvoll, da ein Riesenschlang. Ja, er geht also zum anderen Schalter und sagt, ja, ich brauche eine Geburtsurkunde. Ja, sagt der Typ, ja, ich brauche aber deinen Personalausweis. Und dann, willst du mich verarschen? Der da vorne sagt, ich muss eine Geburtsurkunde kriegen haben, sonst kriege ich meinen Personalausweis nicht. Und du sagst mir, ich brauche einen Personalausweis. Und dann geht das so hin und her und Wahnsinn. Und dann sagten die zu ihr den, ja, eine Geburtsurkunde kriegst du nur, wenn du zum Militär gehst und du musst deinen Militärdienst absolvieren. Und dann haben wir halt auch noch, wo er dann zum Militär geht. Und das sind auch so Szenen, die sind legendär. Also es ist alles in diesem Film drin, wo ich mich kaputt lachen kann. Das ist so ein typischer Bud Spencer Film. Er ist so paddelig, wisst ihr? Er ist in diesem Film so paddelig, aber so herzlich paddelig. Weißt du, so ein bisschen verpeilt, aber so lieblich. Und weil er so wenig Ahnung hat von diesem Stadtleben. Und er kennt halt nur sein Dschungelleben. Und das kommt echt geil rüber. Und Bud Spencer, ich sag, er spielt hier ja mega geil. Also man merkt richtig, er hat richtig viel Spaß an diesem Dreh gehabt, an diesem Film. Und man merkt es einfach an. Ja, und dann haben wir natürlich hier, er verliebt sich natürlich noch und dann gibt es nachher noch alles Mögliche. Dann gibt es nachher mit den Gangster nachher diesen Endkampf in den Dorf und so weiter. Dann ist er noch im Knast, dann wird er verhaftet, dann
Es kommt so viel in diesem Film vor. Ich will auch gar nicht immer alles sofort so viel erzählen. Vielleicht kennt ihr diesen Film ja gar nicht und wollt ihn jetzt unbedingt gucken. Deswegen will ich das Ende auch so gar nicht verraten. Aber wenn ihr diesen Film guckt, ihr werdet diesen Film einfach lieben. Ihr werdet ihn lieben. Also ich mag den immer noch und ich kann mir den auch noch 10-mal angucken und ich werde immer noch hier und da einfach lachen und es ist ein toller Film. Ich finde ihn ist einer der besten Bud Spencer-Filme und einer der besten Songs. Auf jeden Fall der Titelsong. Ja, der ist mega, oder? Den werdet ihr ja gleich im Anschluss noch einmal hören. Ja, und den Film, wenn ich ihn jetzt bewerten sollte, von der Skala 1 bis 10, ja, ich gebe den einfach mal 8 Punkte. Alles, vielleicht gibt es jetzt wieder Leute und sagen, ah, aber Banana Joe ist langweilig, macht alle keinen Sinn und wenig Prügelszenen und so, ne? Ja, dann, aber ich mag ihn nun mal, ist ja meine eigene Meinung. Ich finde den Film einfach klasse. Natürlich hat er hier und da seine kleinen Schwächen, aber die macht er dann wieder weg mit so echt geilen Sachen, wo man sich einfach kaputt lacht. Ja, das ist ein guter Film. Ja, das war meine Bewertung zu Banana Joe. Ich werde natürlich noch viele Bud Spencer und Terence Hill Filme kritisieren. Und ein Bud Spencer und Terence Hill Film habe ich ja noch vor mir. Der erste, wo die zusammen gespielt haben. Den werde ich euch in Kürze jetzt nochmal ein Video rüber machen. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und jetzt wünsche ich euch gute Unterhaltung mit Bud Spencer. Joe. Empiezan discusiones y vuelan los golpes en miles de situaciones. Es yo el vencedor. Cantando viaja por el río, en su barca noche y día, pájaros de compañía. Toda la selva es su hogar. Será tarde con la luna, pero el fuego lo acompaña, solo abraza su fortuna. Banana Joe, el tantillo, en su banca noche día, pájaros de compañía. Toda la selva es su hogar, será tarde con la luna. A su fortuna.